gern Franchise Grafik. Das wäre schwierig. Schon gut. Spaß beiseite. Erzählen Sie mir das Wichtigste. 9 Studenten von der UVL haben eine Strandparty gefeiert. Gegen 2.30 Uhr hörten sie Geräusche, die sie zunächst für ein Feuerwerk hielten. Gewehrfeuer. Gut geraten, Tony. Das Boot hatte 6 Löcher im Heck und 2 im Motorgehäuse. Der Commander war auf der Flucht. Vermutlich vor einem größeren Boot, das sie weit draußen vor der Küste hörten. Etwa 15 Sekunden später kam die Mary Celeste aus dem Wasser geschossen und landete am Strand. Das hat sie zu Tode erschreckt. Was war auf dem Boot? Angelausrüstung, Köder, Kaffee, Thermoskanne, Schinken-Sandwich. Ich hab's eingetragen und zu Abby geschickt. Keine Drogen? Nein. Hatte er mit Drogen zu tun? Die DEA geht davon aus. 2 Dealer sind letzte Nacht bei Fort Story angespült worden. Durchlöchert. Es waren keine Drogen auf dem Boot. Wirklich nicht? Ich kannte noch Oma in Baltimore, die hatte ein Kilo Heroin im Rektum eines Pferdes versteckt. An Bord war kein Pferd, Tony. Ermitteln wir in der Sache zusammen mit der DEA? Ja, Ducky führt bei allen 3 Leichen die Autopsie durch und Abby führt das Geld. Die Dealer hatten Gürteltaschen, um die voll mit Franklin zu haben.